Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute zeige ich euch, wie man ein Gulasch macht. Ich mache ein gemischtes Gulasch. Da habe ich mir besorgt vom Schwein und vom Rind. Habe dann das Fett weggeschnitten und das so in mundgerechte Stücke geschnitten. Dann habe ich mir hier schon gewürfelt Zwiebel und einen Knoblauch. Dann braucht man Öl, dann braucht man Tomatenmark und dann habe ich hier einen Rinderfond. Das Gulasch ist natürlich nichts für die schnelle Küche, also das braucht schon ein bisschen Zeit. Aber das kann man dann in einer großen Portion kochen und dann kann man es portionsweise einfrieren. Dann hat man nur einmal die Arbeit. Und den Topf habe ich jetzt heiß gemacht. Ich tue ein bisschen Öl rein. Und dann muss ich erst das Fleisch in Portionen anbraten, also nicht zu viel reintun und dann liegen lassen. Und nach ein paar Minuten kann man das dann ganz leicht vom Topfboden lösen, also nicht dran reißen. Da zerstört es, sondern liegen lassen, bis es wieder ganz locker vom Topfboden geht. Und das mache ich jetzt. Okay. So, mein Fleisch habe ich ja jetzt in 3 Portionen angebraten. Das war 1 Kilo Fleisch. Und da geht man dann auch mit der Temperatur runter. Also das ist jetzt eine Platte mit 9. Da bin ich auf 7,5 runtergegangen. Jetzt gehe ich nochmal runter. Und jetzt schwitze ich mir die Zwiebel an. Und das Fleisch, vom Fleisch nicht viel reingeben, da soll sich keine zusätzliche Flüssigkeit im Topf bilden, sondern das soll einfach nur von allen Seiten angebraten werden. So. Dann kommt Tomatenmark dazu, das schwitze ich auch an. Dann geht die Säure raus und das Gulasch bekommt eine schöne Farbe. Und dann lösen sich auch die Röststoffe vom Topfboden. So. Jetzt gebe ich mein Fleisch wieder dazu. Da hat sich natürlich jetzt Saft gebildet. So, und dann gieße ich mit meinem Rinderfond auf. Ihr könnt es auch einen Kalbsfond hernehmen oder einen Geflügelfond. Das lasse ich jetzt einmal aufkochen und dann gehe ich mit der Temperatur runter. Den Deckel setze ich so halb auf und das soll dann wirklich nur noch ganz leise köcheln. Da kann man dann mit der Temperatur auch weit runter gehen. So, mein Gulasch dürfte jetzt fertig sein. Das hat jetzt 3 Stunden geschmort. Und wenn man schaut, ist das Fleisch auch ganz weich. Das lässt sich zerdrücken. Die Soße ist auch sämiger eingekocht. Und jetzt müssen wir es noch würzen. Dann kommt rein ein Salz. Dann braucht man einen Cayennepfeffer, ein Paprika, Majoran und Kümmel. Wer jetzt die ganzen Kümmelkörner nicht mag, der malt in der Mühle. Und wem das dann noch nicht sämig genug ist, der bindet es einfach ein bisschen mit Speisestärke. Die habe ich im kalten Wasser angerührt und das ist halt auch je nachdem, was ihr als Beilage dazu serviert. Also bei mir gibt es heute Nudeln. Von zu Hause kenne ich das, meine Mama hat es immer mit Reis serviert. Am liebsten sind mir Kartoffeln dazu, weil die kann man dann richtig gut zerdrücken. Und dann nimmt es die ganze Soße auf. Ich gebe jetzt da ein bisschen rein und binde das. Das muss dann noch aufköcheln.
Und dann kommt als frische Kick noch eine abgeriebene Zitronenschale dazu. Zitrone ist eine Bio-Zitrone und heiß abgewaschen. Die Gewürze gebe ich ganz am Schluss in das Gulasch rein. Sonst gehen die guten Wirkstoffe verloren. Ich lasse das jetzt nochmal aufkochen. Und das ist ganz einfach. Das braucht zwar etwas Zeit, aber ihr könnt es gut vorbereiten und einfrieren. Und es eignet sich auch für viele Personen. Nachlesen könnt ihr wie immer alles genau auf meiner Homepage und besucht mich bei Facebook. Ich habe auch vom Oktoberfest eine ganz tolle Fotoserie reingestellt. Bis zum nächsten Mal. Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot.